Hallo ihr Lieben, das ist ein Versuch mal wieder, ein Experiment. Das Versuch, etwas zu sagen, was ich schon auf unfreundlichere Weise gesagt habe, auf eine freundlicheren und leichter bekömmlichen, annehmbareren Weise, nämlich unter welchen Bedingungen ein gesamtgesellschaftliches Gespräch über unsere Verfassung nicht gefährlich ist. Unter welchen Bedingungen wir keine Angst über Verfassungsgespräche, vor Verfassungsgesprächen haben müssen. Unter welchen Bedingungen können wir uns miteinander über die Grundkonditionen unserer Gesellschaft unterhalten, ohne dass das schief geht, ohne dass wir befürchten müssen, dass wir uns alle gegenseitig damit in den Abgrund ziehen. Unter welchen Bedingungen ist das möglich? Und es gibt eine ganz einfache Antwort auf diese Frage, und zwar unter demokratischen Bedingungen. Es klingt selbst widersprüchlich, weil wir glauben, dass Demokratien durch Verfassungen ja überhaupt erst begründet werden, und also würde man eine Petitio Principii begehen, indem man voraussetzt, was es doch Verfassungen überhaupt erst begründen. Bei näherer Hinsicht und vor allem bei historischer Betrachtung könnte es aber an dieser Annahme wirklich große, große, große Zweifel geben, ob Demokratien tatsächlich durch Verfassungen begründet werden. Und nicht vielmehr durch eine gesellschaftliche Praxis, die eigentlich dann die Demokratie ist und aus der heraus sie ihre eigene Verfassung beständig reformiert, wo die Verfassung beständig at stake ist, wo sie beständig auf dem Spielplan, auf dem Diskussionsplan, auf der Gesprächsagenda steht, die Verfassung wohlgemerkt, ohne dass das ein Problem ist. Die Frage ist, woher kommt die Stabilität? Woher kommt dieser Standpunkt, von dem aus man die Verfassung in Frage stellen kann, und zwar nicht einmal und nicht im Ausnahmefall, nicht als Ausnahmesituation, sondern beständig, die ganze Zeit über, als völlig nüchterner, völlig alltäglicher, völlig normaler, unaufgeregter Vorgang? Woher kommt diese Sicherheit? Wie gewinnen wir die? Und es ist eine ganz absurde Sache, die so fremd ist für uns heute, dass wir tatsächlich Angst haben und vielleicht auch Angst haben müssen vor Verfassungsgesprächen. Das ist gar nicht irrational, Angst zu haben. Es ist wohl begründet, hochvernünftig, Angst zu haben vor den Gesprächen, die Verfassung in Frage zu stellen, aus meiner Sicht, wenn diese Bedingungen nicht da sind, weil wir das eben gar nicht kennen und weil es so fremd ist. Das, was uns die Sicherheit gibt, ist die Verbundenheit der Bürger in freundschaftlicher Weise. Bloß die Frage ist, wie kann die zustande kommen in einer heterogenen Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die so vielschichtig ist, so dynamisch ist, so viele Ecken kennt, so viele Milieus kennt, so viele auch Sprachen kennt. Und damit meine ich nicht nur Sprachen im herkömmlichen Sinne, sondern ich meine auch das, was zum Beispiel eher, was weiß ich, europäische Ethnologen oder Sprachforscher an Milieusprache erforschen. Es gibt ja auch Spezialsprachen. Auch Wissenschaftler zum Beispiel sprechen ihre eigene Sprache. Oder in großen Konzernen wird eine eigene Sprache gesprochen. Auch viele Familien haben ihre eigene Sprache. Also umso größer die gesellschaftliche Differenzierung ist, umso vielfältiger werden die Sprachen, die Menschen benutzen. Auch verschiedene Social-Media-Kanäle führen zu verschiedenen Sprachen. Es gibt Begriffe, die verstehst du nur, wenn du auf Twitter bist. Es gibt andere Dinge, die verstehst du nur, wenn du auf TikTok bist. Es gibt wieder andere Dinge, die verstehst du eher, wenn du auf Facebook bist, und so weiter und so fort. Das ist völlig normal. Menschen bilden Sprachen aus unter stabilen sozialen Bedingungen, und nur die Menschen, die zu diesen sozialen Bedingungen Zugang haben, haben auch Zugang zu dieser Sprache. Also wir sind gefangen in einer babylonischen Multilingualität, wo tatsächlich ja die Frage ist, wie können Menschen, die so verschieden leben und die in so verschiedenen sozialen Systemen unterwegs sind und dann auch so verschiedene Sprachen sprechen, wie können diese Menschen Verbundenheit begründen untereinander, zwischeneinander, miteinander? Wie können sie das? Und eins können wir ganz sicher sagen, wahrscheinlich nicht über Sprache. Das ist für Leute, die Sprache lieben, Menschen wie ich. Ich bin ein Mensch der Sprache, wie man vielleicht merkt. Ich liebe gesprochene Sprache. Ich liebe geschriebene Sprache. Ja? Ich habe das Zeug studiert. Das Erste, was ich zuerst studiert habe, waren Literaturwissenschaften. Ja, dazu hat es mich zuerst hingezogen. Ich liebe die tiefe rhetorische Tradition des Abendlandes. Bei solchen philosophischen Lehrern habe ich studiert. Also Menschen, die die Sprache noch mehr lieben als ich, wird man wahrscheinlich kaum finden können. Vielleicht 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, aber sehr viel mehr werden es kaum sein. Es sind ganz viele mit mir auf einem Level, das geht dann eher in die Millionen, wenn nicht Milliarden. Aber Leute, die also, ja,
wie gesagt, ich bin, glaube ich, unverdächtig, die Sprache nicht zu mögen. Ich liebe Sprache. Aber als jemand, der Sprache liebt, kann ich auch die Grenzen der Sprache sehr gut erkennen. Und es gibt Grenzen. Die Vorstellung, man könnte über Sprache gesellschaftliche Verbundenheit stiften durch ähnliches Denken, durch ähnliche Werte, durch ähnliche Grundphilosophien, ist angesichts einer so heterogenen Gesellschaft wie der, in der wir leben, in der wir schon lange leben, vielleicht dann doch ein bisschen naiv. Da ist man dann vielleicht seinem eigenen kleinen Milieu auf den Leim gegangen, in dem das funktioniert. Aber hier geht es ja nicht darum, das eigene kleine Milieu miteinander zu verbinden. Hier geht es ums große Ganze. Hier geht es darum, die Gesellschaft miteinander zu verbinden. Also all die verschiedenen Menschen verschiedener Milieus, die verschiedene Sprachen sprechen. Wie verbindet man die denn? Und da gibt es jetzt ein wunderbares Feature bei uns Menschen, das uns hilft. Und dieses Feature ist, wir sind from the bones, ja, ich weiß nicht, ob man das so sagt auf Englisch, also aus unserem tiefsten Inneren heraus, sehr, sehr körperlich, soziale Wesen. Wir sind empathische Wesen und Empathie ist im Kern kein kognitiver, kein sprachlicher Vorgang. Er hat auch nicht so viel mit Fantasie zu tun, wie manche glauben, mit sich hineinversetzen. Empathie ist ein sehr physischer Vorgang, der im Grunde auf dem gleichen Mechanismus beruht wie du sagst, du hast Hunger und plötzlich habe ich auch Hunger. Ich muss gähnen und du musst auch gähnen. Lachen ist ansteckend, Weinen ist ansteckend, Wut ist ansteckend, Angst ist ansteckend, Freude ist ansteckend, Gefühle generell und Bedürftigkeiten sind ansteckend. Plötzlich, man hat bestimmten Menschen zu tun, hat man Bedürfnisse, die kannte man vorher gar nicht. Andere Menschen bringen einen auf die Idee, diese Bedürfnisse zu haben. Naja, so sozial sind wir, so tief geht das. Dieser sehr physische Mechanismus, dieses sehr physische Faktum des Menschen, eine anthropologische Konstante, ist das, was uns Hoffnung machen kann, dass wir darauf gesellschaftliche Verbundenheit gründen können, dass wir daraus den festen Standpunkt gewinnen können, von dem aus wir gefahrlos, ohne dass uns das um die Ohren fliegt, unsere Verfassungen beständig auf die Probe, weiß ich gar nicht, zur Diskussion stellen können, zur freundlichen Diskussion, nicht zur feindseligen Diskussion. Das würde schiefgehen. Ich bin nicht ein Freund, einen Verfassungsstreit zu beginnen, sich zu streiten. Das kann die Gesellschaft nur zerreißen heutzutage. Das wäre keine gute Idee. Aber das freundschaftliche Gespräch der miteinander befreundeten Bürger kann sehr wohl diese Verfassung in Frage stellen, ohne dass was Schlimmes passiert. Und das bedeutet, eigentlich müssen wir erst diese sogenannte Bürgerfreundschaft stiften. Sie kommt zuerst. Und wie stiftet man Freundschaft? Ich meine, ich kann es jetzt nochmal erzählen, aber vielleicht schaut ihr mal selber nach. Googelt mal Freundschaftsforschung, moderne Freundschaftsforschung. Es gibt so viel dazu, was die moderne Forschung sagt, wie Freundschaft zwischen Menschen entsteht, wie sie zwischen Menschen entsteht, die vorher keinerlei Verbindung zueinander hatten, wie Freundschaft auch zwischen Menschen entsteht, die vorher verfeindet waren, sich nichts zu sagen hatten oder einander misstrauisch oder sogar verachtend gegenüberstehen. Dazu gibt es Forschung. Die Wissenschaft sagt uns, wie Freundschaft entsteht unter neutralen Bedingungen und wie Freundschaft entsteht unter sehr schwierigen, herausfordernden Bedingungen, wo wir immer denken, hier kann doch gar keine Freundschaft entstehen, hier kann doch gar keine Freundschaft wachsen. Wenn dem aber gar nicht so ist, wenn die Wissenschaft uns sagt, Freundschaft zwischen sehr, 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 sehr unterschiedlichen Menschen kann sehr wohl entstehen, zwischen verfeindeten Menschen kann sehr, 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 sehr wohl entstehen. Wenn uns das die Wissenschaft sagt und uns auch darüber aufklärt und informiert, unter welchen Bedingungen genau sie entstehen kann, wird es ein großes Aha-Erlebnis geben, weil diese Bedingungen sind exakt die Bedingungen der Demokratie. Unter den Bedingungen von Demokratie entsteht zuverlässig Freundschaft zwischen sowohl heterogenen, verschiedenartigen Menschen, die verschieden leben, verschiedene Werte haben, verschiedene Sprachen sprechen, als auch zwischen Menschen, die einander misstrauisch, verachtungsvoll oder feindselig oder sogar in offenem Krieg gegeneinander stehen. Unter demokratischen Bedingungen bilden Menschen Freundschaft aus. Und unter solchen Bedingungen, unter den Bedingungen der Demokratie, einer wohlkultivierten Bürgerfreundschaft, unter einer praktizierten
Verbundenheit der Bürger untereinander durch beständige bürgerschaftliche Praxis unter einer solchen Bedingung kann man völlig gefahrlos auch über die Verfassung reden, ohne dass irgendetwas Schlimmes passiert. Warum? Weil eigentlich der feste Boden diese Freundschaft ist und nicht die Verfassung. Momentan versuchen wir das Gegenteil. Wir versuchen, die Verfassung zu umklammern, wie ein Strohhalm. Wir sind sehr, 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 sehr ängstlich und hoffen, dass daraus Freundschaft zwischen den Menschen entstehen möge. Aber wir beobachten uns selber dabei. Und wenn wir ehrlich sind, können wir beobachten, dass das nicht passiert. Unsere Verfassungen sind nicht in der Lage, Freundschaft zwischen uns zu stiften. Und das könnte uns zu denken geben. In Amerika erleben wir das gerade. In den Vereinigten Staaten von Amerika erleben wir gerade, wie die Verfassung mit hinein in den Streit hineingesogen wird und dass die Verfassung selbst keine Immunreaktion zeigt, also sich selbst nicht dagegen wehren kann, in diesen Streit hineingezogen zu werden. Also sozusagen, sie wird selber sowohl zu einem Streitpunkt, zu einem Streitthema, zu etwas, was strittig ist, als auch zu einem Streitmotor, zu einem Anlass des Streits. Also sie wird ein Teil nicht einer Versöhnungsdynamik oder einer Befreundungsdynamik, einer Deeskalationsdynamik, sondern sie wird selber Teil des genauen Gegenteils, einer sich immer weiter beschleunigenden Konfliktdynamik, von dem sie dann Teil ist und die sie selbst weiter befeuert. Und wenn wir sehr, sehr nüchtern drauf gucken, sehr, sehr, sehr nüchtern, nicht idealistisch, ganz pragmatisch und nüchtern und sachlich und rational, wie man so schön sagt, dann werden wir das sehen und werden daraus Schlüsse ziehen. Und diese Schlüsse werden andere sein als die, die wir bisher gezogen haben. Ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendam.